Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran sagt, diejenigen, die an Allah und seine Gesandten glauben, das sind die stets Wahrhaftigen und die Zeugen vor ihrem Herrn. Sie erhalten ihren Lohn und ihr Licht. Ich bezeuge, dass es keinen Gott aus Allah, dem Herrn der Welten, dem einen ohne Teilhabe gibt. Und dass unser Prophet Muhammad sein Anbietendiener und Gesandter ist. Allah Segen und Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema, der Vorzug des Martyriums als Shahada und die Rangstufe des Märtyrers. Liebe Schwestern und Brüder, das Märtyrium, das um Gottes Willen, hat im Islam einen hohen Stellenwert und ein edles und ein höheres Ziel. Dafür wählt Allah aus, wen er will, unter seinen Dienern. Allah sagt dies bezüglich im Koran, damit Allah diejenigen, die glauben, kennt und damit er sich von euch Blutzeugen nimmt. Allah liebt nicht die Ungerechten. Und sagte er, der Erhabene, auch im Koran, und sagt nicht von denen, die auf Allahs Weg getötet werden, sie seien tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig. Aber ihr nehmt es nicht wahr. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt verschiedene Erscheinungsformen des Märtyriums. Die größte unter ihnen ist es, dass ein Mensch als Märtyrer stirbt, um die Heimat zu verteidigen, dafür sein Leben zu opfern, ihren Boden zu schützen und Gottes Wohlgefallen dabei zu suchen. Es wurde überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer in Verteidigung seines Besitzes getötet wird, der stirbt als Märtyrer. Wer in der Verteidigung seines eigenen Lebens getötet wird, der stirbt als Märtyrer. Wer in der Verteidigung seiner Religion getötet wird, der stirbt auch als Märtyrer. Und wer in der Verteidigung seiner Religion ja wieder getötet wird, der stirbt als Märtyrer. Und wer in der Verteidigung seiner Familienangehörigen getötet wird, der stirbt als Märtyrer. Alles Lob gebührt Allah. Und Friede seien auf seinem letzten Gesandten Mohammed und seinen edlen Gefährten. Verehrte Brüder, am 6. Oktober feierte auch Ägypten den größten Oktobersieg von 1973, als Ägypten in einem Überraschungsangriff die israelischen Truppen auf der Sinai-Halbinsel angegriffen hatte. Wenn wir diesen gesegneten Tag feiern, erinnern wir an den glorreichen Sieg. Die Soldaten zeigten damals eine größte Opferbereitschaft. Möge Allah unser Land Ägypten, auch die Weltländer vor allem Bösen beschützen und uns den Segen der Sicherheit gewähren. Amen.